Hallo und herzlich willkommen bei Lions TV. Es ist Februar und es ist ganz schön kalt. Wir sind heute mal nicht bei der ersten Mannschaft, sondern bei der zweiten Mannschaft des ersten FFC Braunschweigs. Wie deren Training in der Offseason aussieht, das zeigen wir euch heute. Bei mir sind jetzt Felix Pitzing und Tom van Down. Tom, Quarterback-Coach jetzt von der zweiten. Ich weiß, ich habe den Namen schon wieder falsch ausgesprochen, ist mir aber egal. Tom, eigentlich Quarterback in der ersten und Quarterback-Coach in der zweiten. Ist das nur ein Aushelfen oder machst du das jetzt länger? Das ist schon für diese Saison, machen wir das. Mal gucken natürlich, wie das passt. Bin Erste, das ist mein Haupt. Ja, wie sagt man sowas? Da bin ich natürlich am ersten dabei. Und wenn es passt, dann helfe ich oder coache ich die Quarterbacks aus der zweiten Mannschaft gerne. Ja. Gerrit Meister, ehemaliger Spieler der ersten, ist jetzt Head Coach. Gibt das eine ganz andere Qualität? Ja, ich denke schon. Ich denke, das hilft die Mannschaft schon, um denselben Vision wie von der ersten mitzukriegen und mitzunehmen. Gerrit weiß ja genau auch ein bisschen, wie unsere Head Coaches aus der ersten das machen, Troy Tomlin und Dave Likings. Und ich glaube, das bringt was bei für den ganzen Verein, um in einer Vision zu arbeiten. Ja. Das ist gut. Felix, du hast in der zweiten die Aufgabe, die Wide Receiver zu trainieren. Eine sehr athletische Position. Ist Athletik der größte Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft? Ich denke es auf jeden Fall, dass die Geschwindigkeit einen großen Teil des Unterschiedes macht. Ansonsten natürlich auch die Erfahrung der Spieler. Wir haben hier viele neue Spieler, aber versuchen die so best wie möglich hier zu integrieren. Und gerade, dass dieser Sprung dann zur ersten nicht mehr so groß wird. Das bedeutet also, auch als blutiger Anfänger habe ich hier auf jeden Fall eine Chance, dem Footballsport ein wenig näher zu kommen. Das auf jeden Fall. Dafür sollte die zweite auch stehen. Wir wollen hier ambitionierten und guten Football spielen, aber wir wollen natürlich auch neuen Spielern den Sport näher bringen. Und da ist man hier genau richtig. Jetzt mit den neuen Coaches kommt auch ein neues Playbook für euch. Das dritte in drei Jahren. Ist das schwierig, den Spielern das zu vermitteln? Es ist immer schwierig, klar, ein neues Playbook zu spielen. Du hast jetzt eine Saison mit dem Playbook gespielt, hast das integriert, hast dich dran gewöhnt und jetzt kommt wieder, ab Oktober ging dann ein neues los. Das ist immer schwierig, aber wir versuchen unser Bestmögliches, das zu machen, machen Theorieanteile, praktische Anteile und zur Saison wird das klappen, dass wir das alles haben. Patrick, die letzten paar Saisons in der Regionalliga, die liefen ja sehr erfolgreich für euch. Wo ist da der Schlüssel zum Erfolg gewesen? Ich glaube, wir haben einfach hier in der Region ein sehr talentiertes Team. Wir hatten immer sehr, sehr gute Coaches, die uns jede Saison einfach besser gemacht haben. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass wir einfach wirklich, wenn wir beim Training sind, alle Gas geben, alle Spaß haben, als Team zusammenarbeiten und so dann auch schon erste Imports in unserer Liga einfach entgegenwirken können, weil wir als Team stärker sind. Du hast es angesprochen, ihr spielt ohne Import, sondern nur mit regionalen Jungs. Der Trainerstab hat sich insofern geändert, dass jetzt ehemalige Spieler der ersten Mannschaft euch trainieren. Ist das schon merkbar jetzt sogar schon im Winter? Ja, die Jungs bringen natürlich einen ganz anderen Spirit einfach rein. Es ist unglaublich motivierend, wenn JJ uns auf Englisch, was ja auch dann neu ist, einfach motiviert, uns wirklich sagt, was getan werden soll. Jeder hat Bock. Das ist es ganz groß. Gerade Gerrit auch, der mit seinem Teamgefühl das nochmal verstärkt hier reinbringt, glaube ich, ist es genau das Richtige für die Jungs. Die Motivation ist da und ja, man fühlt diese Professionalität schon. Du hast die beiden neuen Coaches angesprochen, Head Coach Gerrit Meister und Jabari Johnson als sein Offensive Coordinator, die Professionalität reinbringen. Für einen Außenstehenden, der noch nie irgendwie mit Football zu tun hat, ist das schon zu viel oder ist das genau das Richtige? Ich glaube, wir schaffen es ganz gut, die Waage zu halten. Wir haben auf der einen Seite für mich persönlich, wird sehr viel abverlangt diese Saison. Wir wollen einen Schritt weiter gehen, was das angeht. Aber genauso die Neulinge werden abgeholt, es wird in den Basics beigebracht und was wichtig ist, halt gleich richtig. Man weiß genau, worauf man achten muss und ich glaube, davon kann nur jeder profitieren.
Also das heißt, wenn irgendjemand mal Bock hat auf Football, ist er bei euch genau an der richtigen Adresse, selbst wenn er noch nie vorher gespielt hat? Absolut. Jeder, der Lust hat, ist gern gesehen. Kommt vorbei. Wir brauchen jeden Mann, jede Maus und dann können wir die Saison sehr erfolgreich abschließen, glaube ich. Vielen lieben Dank dafür, Patrick. Es ist schweinekalt und trotzdem wird hier bei den Lions 2 hervorragend und gut trainiert. Wenn ihr da auch mal Bock drauf habt, dann kommt doch einfach mal beim Training vorbei oder kontaktiert einen der Coaches. Egal ob als Quarterback, Wide Receiver, Linebacker oder Safety, hier ist für jeden was dabei. Werdet Teil der Lions-Familie und unterstützt die zweite Mannschaft.